Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Espresso Tycoon. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Lang ist es her, aber ich dachte mir, zu den Feiertagen gönnt man sich eine Tasse Kaffee. Ich habe mir gerade eine aufgebraut sozusagen. Und wir schauen in fantasievolles Frankreich rein. Wir sind in Paris. Und einige von euch haben gesagt, Goro, spiel doch mal wieder Espresso Tycoon. Und ich dachte mir, komm, mach das mal für euch. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es Projekt, beziehungsweise wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr mal einfach einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten ist ja aktuell auch noch Sale, soweit ich weiß. Kann man sich ja mal gönnen, das Spiel. Nachdem du erfolgreich einen beliebten Kaffeeladen in einer überfüllten U-Bahn-Station in Sao Paulo betrieben hast, führt dich deine nächste Herausforderung ins Herz von Paris, der Stadt der Liebe und des Kaffees. Dieses Mal wirst du sowohl die Einheimischen als auch die ständig wechselnden Touristenmengen, die in die Stadt strömen, um ihren Charme und ihre Romantik zu erleben, bedienen. Bist du bereit, dich dieser Herausforderung zu stellen und Erfolg in diesem Land des Kaffees und Croissants zu berauen? Wir sollen 4 goldene Bohnen erhalten und 15 Snacks verkaufen. Ach Mensch, da liest er es nochmal vor. Coffee shop in a crowded metro station in Sao Paulo. Your next challenge takes you to the heart of Paris, the city of love and coffee. This time, you'll be catering to both the locals and the ever-changing crowd of tourists who flock to the city to experience its charm and romance. Are you ready to take on the challenge and brew up success in this land of coffee and croissants? Da hat er es nochmal vorgelesen auf Englisch. Müssen wir mal schauen, ob wir bereit dafür sind. Ich hoffe es doch. Und ich hoffe, dass es jetzt gleich fertig geladen wird. Okay, Möbel werden arrangiert. Sehr gut. Weiter geht's. Ich habe jetzt auf Mission starten gedrückt. Ich hoffe, es passiert jetzt was. Ah, das ist also unser neuer Laden. Bonjour. This time we're meeting in Paris, the city of love, culture and fashion. Just look at this beautiful neighborhood. We're very lucky that our next coffee shop is located in such an amazing spot. Let's create a brand first. Ach so, ja. Wir sollen ja wieder ein Brand machen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht hatten. Das ist schon so lange her. Kaffee bei. Ups. Bei. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber lila war es, so viel weiß ich auf jeden Fall. Das ist gut. Alles erledigt. It's beautiful. Let's focus on employees now. You already know how to hire baristas, so I'll leave this part to you. However, I'd like. Allerdings möchte ich dir einen neuen Mitarbeitertyp vorstellen, Reinigungskraft, der für dich Müll beseitigt und die Pflanzen gießt. Lass uns jetzt ihn einstellen. Okay, stellen wir ihn mal ein. Reinigungskraft. Nicht schlecht oder schlecht. Er verdient aber dementsprechend, der ist auch schlecht, der Bruce Allen, verdient aber deutlich weniger. Bei den Blumen ist er nicht schlecht. Sehr schlecht bei Kaffee. Ich finde den gar nicht so schlecht hier. Holen wir ihn mal. Das Einstellen eines Mitarbeiters auf der Position des der Reinigungskraft kann zwar Gehaltskosten verursachen, aber gleichzeitig erspart es dir eine Menge Zeit. Und in der Geschäftswelt ist die Delegation von Aufgaben entscheidend. Vergiss nur nicht, den Arbeitsplan deines neuen Mitarbeiters festzulegen. So, das findet er gut. Da müsste er kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass du diesen Ort schön dekorieren wirst. Aber es ist hier ein bisschen ruhig, oder? Ich denke, die Kunden werden gute Musik schätzen. Lass uns einen Jukebox kaufen und romantische Musik abspielen. Immerhin sind wir in Paris, oder? Jetzt müssen wir eine Jukebox finden. Ist es bei speziell? Tatsächlich. Achso, so drehte man Sachen. Wobei, nein, F. Ich glaube, wenn wir die hier hinstellen, ist gut.
Spiele Musik romantisch. Da ist er. Diese Klänge lassen mein Herz schneller schlagen. Obwohl wir uns bereits um einige fortgeschrittene Dinge gekümmert haben, sollten wir die Grundlagen nie vergessen. Du weißt schon, Tische, Stühle, Baristas oder die Speisekarte. Übrigens zur Speisekarte. Zur Speisekarte habe ich eine Überraschung für dich. Kaffee-Editor wurde gerade aktualisiert und ab sofort kannst du deine Rezepte mit Toppings bereichern. Nutze es sofort aus. Natürlich. Natürlich nutze ich es sofort aus. Wir nehmen mal die normale Tasse. Ganz normal. Oder? Nächster Schritt. Wir machen Espresso rein. Zweimal Espresso. Einmal heiße Milch. Zweimal heiße Milch. Oh, maximale Becherkapazität haben wir schon. Ist eher für nichts für Senioren, aber eher sowas für Hipster und so. Kann ich? Achso, die maximale Becherkapazität ist jetzt schon erreicht. Na komm, machen wir uns ein Topping drauf. Und zwar. Oh, wir haben keine Macarons. Schlagsahne oben drauf. Und ein paar Blaubeeren. Kann ich dir. Das ist lustig. Hier drüben muss auch. Das ist ja ein toller Kaffee. Toller Kaffee. So. Nächster Schritt. Studenten finden ihn gut. Espresso. Dann kommt jetzt hier toller Kaffee. Ja, wir haben keine Tassen dafür. Kaffee mit Toppings wird ein echter Gamechanger auf deiner Speisekarte sein. Aber was ist mit Snacks? Ich kann mir keinen Kaffee in Paris ohne Croissants vorstellen. Du etwa? Ich mir auch nicht. Wie viele kann man dann hier hinlegen? Was gibt's denn noch? So dreieckiges Toast. Gibt's die hier auch nochmal? Kann man sich ja auch gönnen. Schließe Dekorationsfenster. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Croissant mehr, auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Vier Croissants muss auf jeden Fall reichen. Noch ein Cupcake. Eine Brezeln. Wenn man so einen Toast will. Nee, wir haben schon die Sachen hier. Sehr gut. Perfekt. Jetzt werden einige Kunden sowohl Kaffee als auch einen Snack kaufen. Das steigert deinen Gewinn und macht Kunden glücklich. So wie diese Dame dort drüben. Siehst du sie? Touristen sind wie begeisterte Entdecker auf der Suche nach dem perfekten Kaffee, um ihre Abenteuer zu beflügeln. Sie lieben es, lokale Brühungen zu probieren, ein Foto für Instagram zu machen und jeden Schluck zu genießen, bevor sie zur nächsten Destination weiterziehen. This is Sophie Taylor, a tourist. Ah. It's her first time in Paris. Now you know what she thinks of your music choice. Remember, every social group has different tastes. By the way, I've just realized you already met six social groups. Hm, okay. Schließe das Kundenfenster. In dieser Gegend gibt es viele Touristen. Zwischen Besuchen des Eiffelturms und des Louvre lieben sie, eine Tasse aromatischen Kaffee zu trinken. Wenn du mehr von ihnen anlocken willst, solltest du über die Standards deines Kaffees nachdenken. Derzeit ist dein Kaffee nur auf dem Level eine goldene Bohne. Schau dir an, was du tun musst, um das zweite Level zu erreichen. Goldene Bohnen zu besitzen ist prestigeträchtig, aber es bringt auch mehr Verantwortung mit sich. Die Kunden werden mehr Aspekte deines Cafés bewerten. Aber hey, das Geschäft muss wachsen, oder? Wenn die Bewertung deines Cafés steigt, können längere Warteschlangen auftreten. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass Kunden, die zu lange warten müssen, frustriert werden und gehen können.
Um dies zu mildern, solltest du in Erwägung ziehen, Rabatte anzubieten, um ihre Kunden glücklich zu machen. Probiere es aus. Klicke auf einen beliebigen Kunden. Biete 10 Euro Rabatt. Ich habe Rabatt bekommen. Und dann dreht er sich. Okay, super. Um unglückliche Kunden in der Warteschlange entgegenzukommen, könntest du ihnen einen Rabatt anbieten. Prüfe außerdem Möglichkeiten, um die Kaffeezubereitung zu beschleunigen, zum Beispiel durch zusätzliches Personal oder Training. Überprüfe jetzt die aktuelle Geschwindigkeit bei der Kaffeezubereitung. Wir haben halt keinen, 40%. Frank King. Der Frank King. Wann möchte er arbeiten eigentlich? Wissen wir das schon? Nachts. Das ist eher schlecht. Nachmittags, vormittags, nachts, nachmittags. Abends, nachmittags. Die ist bei Kaffee nicht schlecht. Wir nehmen sie mal mit. Zeitplan. Warte mal. Ist das immer noch nachmittags? Von 8 bis 16 ist sie dann halt da. Das war eine ziemlich lange Lektion, aber diese Mission wird herausfordernder als die vorherigen sein. Deshalb ist es besser, gut darauf vorbereitet zu sein. Viel Glück und falls du noch nicht getan hast, vergiss nicht, dein Café zu eröffnen. Pass auf dich auf und bis bald. Dankeschön. So, ich würde jetzt erstmal gerne pausieren, denn wir müssen ein bisschen was bestellen natürlich. Dann kommt unsere Frau hier rein. Unsere Barista. Und um noch mehr, wir brauchen Stilpunkte und wir brauchen noch verkaufte Cafés. Aber wir müssen das natürlich auch noch einrichten. Wir brauchen ein paar Tische, wir brauchen ein paar Stühle, solche Geschichten. Ich weiß gerade gar nicht, was so geht, wo die reingehen. Die gehen da, werden sie reingehen. Ich drücke die ganze Zeit die verkehrte Drehtaste. Dann werden wir hier ein paar Tische haben. Wollen wir draußen welche haben? Nee, eigentlich nicht, ne? Sehr teuer. Wir gehen mal erstmal mit 2 Tischen. Und dann ein paar Stühle, und zwar gemütliche Stühle in Holzfarbenoptik. Wobei, wir gehen mal lila. Nee. Stilpunkte, guck mal, vielleicht gehen wir doch auf den hier. Aber was wir haben, haben wir. Okay, für mehr haben wir nicht. Das ist eher schade jetzt. Ich weiß gar nicht, können tatsächlich noch ein paar Blumen haben hier. Pflanze knuddel mich. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Okay. Jetzt müssen wir warten. Beschleunigen wir mal den ganzen Kram. Öffnen. So. Jetzt das Café geöffnet. Unser Barista ist da. Und die ersten Kunden kommen rein. Bin ich mal gespannt, was die kaufen wollen. Kunden können toller Kaffee nicht kaufen. Ein Croissant. Warum können die toller Kaffee nicht kaufen? Menü. Weil wir haben keine Blaubeeren. Und wir haben keine Tassen dafür. Das ist ärgerlich. Ups. Kunde kann. Da draußen ist es. Herzlichen Glückwunsch, dein Café hat den Standard erreicht, mit 2 goldenen Blumen ausgezeichnet zu werden. Du erhältst außerdem eine kleine Prämie von $300.
Bessere entwickeltes Geschäft zu haben, macht Freude, bla 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 bla, zusätzliche Mittel. 300 haben wir gekriegt. Und wann nochmal hier war Vorrede? Toppings. Müssen auf jeden Fall ein bisschen Schlagsahne wollen wir haben. Und Blaubeere wird ja auch gekauft. Das sollte passen. So dass wir den tollen Kaffee auch verkaufen können. So, jetzt müsste das aber funktionieren eigentlich. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich. Gleich mal bestellen. Können ja eigentlich direkt ein bisschen mehr Kaffee bestellen. Das kann ja nicht so schlimm. Kann ja nicht so schlimm sein. So, ein paar neue Stühle. Um noch mehr Platz zu haben für unser Kaffee. Wo gab es nochmal das Menü da? Okay, toller Kaffee. Ja, wir können das tatsächlich machen. Wir haben die Kaffeebohnen auf jeden Fall da. Wir müssen natürlich noch verkaufe 10 Kaffees zum Mitnehmen. Und noch ein paar Stilpunkte schaffen. Ah, er ist jetzt da, der sich hier um die Sachen alle kümmert. Und auch um die Toiletten. Haben wir die Toiletten eigentlich da? Das ist ein Vorratsraum hier, ne? So. Ja, Stilpunkte kommt auf jeden Fall rein. Und romantische Musik auch. Möchten Sie überspringen, bis der nächste Barista zur Arbeit kommt? Das wäre halt blöd, jetzt zu warten, ne? Aber ich habe halt auch keine Mitarbeiter, die das hier regeln können. Könnten die Kunst noch ein bisschen trainieren, aber das macht ja auch nicht so wirklich viel Sinn. Wir überspringen das kurz. Die Zeit. Die ganze Nacht wird übersprungen, sozusagen. Das am besten dekorierte Café der Stadt. Okay, das war schon mal gut zu wissen. Ich weiß nicht, was wir da noch brauchen. Verkaufe 10 Kaffees zum Mitnehmen. Erhalte 25 Stilpunkte. Besitze Barista mit Fähigkeit Kaffee auf mindestens gut. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Wir brauchen insgesamt noch ein bisschen Geld. Geschäftsleute haben nichts zu bestellen. Haben die einfach nicht. Das tut mir leid. Dann machen wir mal einen Kaffee für die. Wir machen mal einen Kaffee für die Geschäftsleute. Ich weiß gerade gar nicht. Also die Standardtassen für dich und dich. So, was mögen Geschäftsleute dann? Mögen die Espresso? Tatsächlich nicht. Die mögen Mayonnaise. Geschäftsleute werden diesen Kaffee nie bestellen. 0%. Das ist irgendwie wild. Aber okay. Wie sieht das denn aus mit Milchschaum? Aber wir haben keinen Milchschäumer. Einmal heiße Milch weg. 27% werden den bestellen als Geschäftsleute. Ja. Koffein sehr hoch. Die Frage ist halt, wie ich noch mehr Koffein raufbringe, ne? Latte Art, rundes Blatt.
Touristen mögen das mit einer Waffelrolle. Mhm. Touristen mögen den so. Das ist der typisch französische Kaffee, Leute. Es sieht sehr langweilig aus, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Koffeinfreier Kaffee, Cold Brew. Bei Cold Brew sind die Hipster mit dabei. Das ist gut so. Den nehmen wir. Für dich und dich. Wir brauchen die Waffelröllchen. Die müssen wir jetzt bestellen. Toppings, ne? Waffelröllchen. Bestellen wir mal gleich so zwei Paar. So, hier wurde was geliefert. Das nehmen wir mal mit. Wir überspringen nochmal und dann warten wir die nächste Lieferung natürlich ab. Mit den Waffelröllchen, sodass wir den mit auf die Karte nehmen können. Kann man sogar ein bisschen was mitnehmen noch. So. Das müsste eigentlich jetzt auf dem Menü sein, ne? Ganz genau. So. Für dich und dich zum Mitnehmen. Sehr gut. Kaffees zum Mitnehmen. Achso, und unser Barista ist natürlich noch nicht gut genug. Die können wir dann trainieren. In 12 Stunden wird sie dann besser. So, und dann ist die Frage, also wir brauchen natürlich noch den vierten Stuhl, das ist ja wohl klar. Okay, der kostet 150. Das haben wir natürlich noch nicht. Müssen wir kurz warten, bis wir 150 haben. Es ist nicht mein Lieblingscafé, das tut mir leid. Jetzt können wir den nächsten Stuhl kaufen. So, dass wir wenigstens vier Stühle haben. Das war mir wichtig. Und Croissants werden direkt. Croissants. So, wir könnten natürlich jetzt, wenn wir abends noch jemanden haben. Vormittags, abends. Ich meine, wenn sie halt abends noch dabei ist. Wir machen mal von 15 bis 21 Uhr. Das würde, glaube ich, ganz gut sein. So dass wir noch mehr Sachen kriegen. Er bekommt natürlich noch einen Rabatt. Das bekommt er auch. Weil die so lange warten müssen. Wenn die zu lange warten, gehen die einfach. Aber wir bekommen Geld. Das ist auch wichtig. Müssen halt gucken, dass wir unseren Barista... Ja, jetzt ist halt weg. Jetzt ist halt keiner mehr da. Wer ist er denn hier? Er ist ein Hipster. Dieser Barista weiß nichts über Milch. Ja. Die ist halt wirklich sehr schlecht. Die ist sehr schlecht in Kunst. Schnelligkeit kann sie auch nicht so richtig gut. Aber sie ist jetzt gut in Kaffee. Das ist auch schon mal viel wert. Schließlich entscheide ich mich für dich und dich zu bestellen, obwohl es nicht mein Lieblingscafé ist. Das ist Tourist. Also wir müssen natürlich auch ein paar Touristen glücklich stellen. Also wir könnten natürlich noch einen neuen Kaffee machen. Der hier sieht neu hier.
Wir machen mal einen nur für Touristen. Da brauchen wir gar nicht so viel Espresso reinmachen. Machen wir 40 Milliliter rein. Heiße Milch finden die richtig gut. Das war einmal heiße Milch zu viel. Schokoladensirup. Finden die Touristen richtig gut. Minzsirup würden die auch gut finden. Haben wir beides natürlich noch nicht. Dann gibt es natürlich nochmal Toppings. Schlagsahne finden die Touristen richtig schlecht. Achso, wir brauchen Basis-Toppings, okay. Finden die gar nicht so wichtig. Finden die auch nicht so wichtig. Finden die auch nicht so wichtig. Den hier finden die Touristen schon relativ gut. Latte Art, weil wir kein Milchschaum-Dings haben. Das finden die eigentlich ganz gut, die Touristen. Neu hier. Wir brauchen auf jeden Fall die Tassen. Basis. Simple Tasse. Ich weiß nicht, wir können die eigentlich bestellen. Bestellen wir ein paar neue Tassen. In der Hoffnung, dass das passt. Ah, es ist auch gut, hier den Typen zu haben, der hier Sachen gießt und so. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, so Wein zu haben. Okay, gleich mal neu bestellen. Herzlichen Glückwunsch, dein Café hat den Standard erreicht, um 3 goldene Bohnen ausgezeichnet zu werden. Und 500 Dollars haben wir auch noch gekriegt. Nächste Herausforderung in. War das die richtige Herausforderung? Ne, wir brauchen natürlich noch 4 goldene Bohnen. Dafür brauchen wir mehr Stilpunkte. Und wir brauchen einen Mitarbeiter, der mit Milch gut ist. Machen wir natürlich so nicht schlecht. Die eine wird richtig gut, unsere eine, nee, halt, das wollte ich nicht. Wollte ich ja einmal aufs Menü gehen. Weil wir haben, ah, okay. Weil wir keinen Schokoladensirup haben, das machen wir natürlich nochmal. Da werden die Touristen sich natürlich noch mehr freuen dann. So, und wir brauchen natürlich noch ein paar Stilpunkte. Vintage-Metallhaken zum Beispiel. Wo man hier seine Jacke aufhängen kann. Ist ja auch nicht schlecht. Noch mehr Kaffee angekommen, aber die... Machen wir das mal weg. Froschpflanze. Und natürlich ein Gemälde. Kommt auch noch mal ein Gemälde hin. Sind ja sehr französisch. Love. Gibt es nicht auch noch mal Wände? Ganz genau. Ah, es kostet zu viel. Good to know. Ganz andere Optik. Ganz andere Optik. Eine Jukebox, Gemälde nochmal hier. Hm. Auf der Seite kann man die Gemälde machen hier. Stilpunkte. Sehr gut, die haben wir jetzt. Automatisch speichern. Was brauchen wir denn? Du kannst 0 Tassen, weil wir keinen Schokosirup haben. Aber wird das nicht geliefert jetzt? Sind wir nicht dabei, dass wir Schokosirup geliefert bekommen? Oder was? Nur Schokolade, da ist er ja.
So, die hat ihre Fähigkeit mit Milch verbessert. Und sie braucht halt gut. Das heißt, das machen wir mal hier. Und die trainieren wir in Kaffee. Sodass das nicht so schlecht ist, was die machen. Wir überspringen das mal. So. Los geht's. Neue Herausforderung. Erstelle und speichere deinen eigenen Kaffee mit mindestens 4 besonderen Zutaten mit Latteart. Zeit zum Abschluss 4 Stunden. Ablehnen. Okay, die nächste Herausforderung kommt noch. Das Ding ist, wir brauchen halt eine Kaffeemaschine. Beziehungsweise wir könnten halt, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wie konnten wir dann so einen Milchaufschäumer kaufen? Ging das nicht irgendwo? Aber gut, wir machen sie natürlich in drei Stunden ist die natürlich nicht so schlecht in Milch. Weil bei Kaffee generell ist sie gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir könnten, wenn wir jetzt vormittags nochmal jemanden hätten, der hier hilft, beim Verkaufen auch, wäre gar nicht so schlecht. Wobei, nachmittags ist es, glaube ich, ne? Nachts. Abends, vormittags. Das ist ja schwer zu sagen, ne? Welcher was macht. Weil die Idee wäre halt, dass wenn sie am Kaffee steht und die andere bedient, das würde halt helfen. Glaube ich. Hat halt Charisma, ne? Hören Sie mal an. Hier ist noch vormittags. Vielleicht hilft das, ja? Touristen haben nichts zu bestellen. Macht keinen Sinn. So. Spiele romantische Musik. Ja, das können wir machen. Für 7 Stunden? Spielt ja die Musik. Studenten haben nichts zu bestellen. Touristen haben nichts zu bestellen. Das macht halt keinen Sinn, weil wir haben eigentlich was zu bestellen für die. Bewertung von 60 erhalten. Und wir haben auf jeden Fall einen Barista mit gut. Bewertung von 60. Basiert auf Kunden und was? Mitarbeiterbewertung. Das ist interessant, dass die Touristen nicht so bestellt haben. Also Hipster finden das alles richtig gut. Aber scheinbar Touristen nicht. Nimm mich. Ein bisschen Schokoladensirup. Ein bisschen. Das wäre halt nicht schlecht. Kalte Milch vielleicht? Milchschaum können wir nicht, wir haben keinen Aufschaum mehr. Heiße Milch. Ah, dein Kaffee wurde ausgezeichnet. Sauberster Kaffeeshop der Stadt, okay. Cold Brew. Eiswürfel. Ah, das finden die Touristen, finden das hier schon richtig gut. Gibt es noch ein Topping, was die gut finden würden? Das würden die blöd finden dann. Sahne würden die auch blöd finden. Mit Eiswürfel und allem. Komm, speichern wir. Nimm mich. Kann man sogar ein bisschen Geld mit abstauben. Neu hier. Können wir auch noch einen Americano machen? Okay. Können wir nicht. Überspringen wir mal kurz die Zeit. Sehr gut. So, es gibt ein bisschen Abfall, was wir reinigen können. Beziehungsweise müssen. Und dann glaube ich, wir können sogar. Können hier so ein paar Sessel hinten hinstellen.
an der Jukebox. Dann brauchen die natürlich einen Tisch. So. Und da kommt natürlich ein kleines Pflänzchen drauf. Okay, schon ein bisschen größere Pflanze. Der Frosch vielleicht, die hier. So, dann kann man da seinen Kaffee abstellen. Wenn die gut finden, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht, wie das aussieht mit den Vorräten. Herzlichen Glückwunsch, dein Kaffee hat vier Dinger geschafft. Gut gemacht. Kaffee-Bei ist zu einer der meistbesuchten Empfehlungen in beliebten Touristen-Apps geworden. Nicht nur das... Oh mein Gott. Nicht nur das, auch Einheimische empfehlen dein Kaffee als den ultimativen Ort für das erste Date oder eine Jubiläumsfeier. Du hast ihre Herzen wirklich erobert. Doch nun ist es an der Zeit, sich dem harten Winterwetter zu stellen. Und als besonderes Extra haben wir $2000 auf dein Bankkonto überwiesen. Zurück zum Menü. Ja, kriegen wir schon hin. So, das soll es gewesen sein für Espresso Daikon für heute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns vielleicht ja bei der nächsten Folge, wenn du Bock hast. Bis dahin, hau das mal rein.